Hallo, ich bin angekommen und ihr seht, keine Sau ist da. Aber das liegt auch nicht daran, dass die Leute zu spät sind. Es liegt daran, dass ich zu früh bin. Man weiß es nicht. Ein Türmensch kann es entstehen. Genau so sieht es aus. Wie ist die Gefühlslage? Keksig. Keksig? Zeig mal. Oh yes, baby. Herzlich willkommen zu Ebus Beauty Lounge. Ja, ne? Da ist Nihan. Da ist Nihan. Nihan beim Bloggen oder Vloggen beim Film. Hallo. Hallo. Heiße Gespräche. Coco auch beim Bloggen. Oh. Heiß und inne. Oh mein Gott. Wie ist bei euch die Gefühlslage? Gut. Yeah. Also die Kleinste hat wieder das meiste auf dem Teller. Ich habe hier einmal Spaghetti, Pesto, Salat, Gurken, Gemüse und Reis. Darf ich als Mensch keinen Menschen heiraten? Wie geht's euch, Mädels? Oh. Hier heiße Gespräche. Jetzt hat, glaube ich, jeder was gedreht und jetzt essen wir was. Patty, essen wir was? Ich hoffe, wir essen was. Wir wollen jetzt in eine Bar, aber ich hoffe, es gibt was zu essen. Ja, trinken ganz so wichtig. Ja, es gibt, jeder ist hungrig. Es ist irgendwo dann doch anstrengend, weil man doch mental sehr viel macht, oder? Man macht mental sehr viel und ja, das ist, wir fahren jetzt mit dem Busch, guck doch mal. Ich bin wieder zu Hause. Es war so ein schöner Abend, so ein schöner Tag, wirklich. Morgen geht es für die Mädels weiter, für mich nicht. Weil morgen ist die Hochzeit und ich werde euch in diesem Hochzeitsstress mitnehmen. Ich bedanke mich bei den YouTubern und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, bei der Community, für die positiven Menschen da draußen. Hello, es ist jetzt der Morgen danach und ich habe jetzt geduscht, meine Haare sind nass. Ich werde jetzt von meinem Schwager abgeholt und dann werden wir zu diesem Friseur gebracht, wo wir die Haare schön bekommen werden und ich will halt eine ganz normale, schlichte, so Dutt-Frisur, so eine Hochsteckfrisur, keinen Schnickschnack, keinen Schnörkel oder so. Guck mal, da ist Dino. Dino Lino. Hi, Dini. Sag mal Hallo. Ja, danke. Tintchen, zeig mal, wie süß du bist. Schnur, Schnur. Leider ist Dino auf einem Auge blind. Guckt mal. Deswegen ist das Auge so schwarz. Und das hat er so selten auf. Zeig mal, Dinchen. Oh, mein Kleiner. Wow, es ist super kalt. Und meine Haare sind nass. Ich bin gerade aus der Dusche gekommen. Und mein Schwager steht hier noch nicht. Strange aus. Also wenn man mir die Haare macht, sehe ich immer total hässlich aus. Aber ihr werdet mich in all meinen Facetten erleben müssen. Schön und hässlich.
Meine Schwester muss jetzt selber lachen. Oh, funky bone, Mama. So, wir sind im Auto. Mein Schwager hat mich abgeholt und ich habe ganz kalte Hände und ganz kalte Füße, weil ich mich richtig auf diese Hochzeit gefreut habe. Keine Ahnung, ich freue mich auch richtig, so filmen zu können und dass das jetzt alles passt. Und ich hoffe, dass ihr auch so Spaß haben werdet wie ich. Wie ihr gesehen habt, wurde gerade die Braut von den Eltern verabschiedet und das ist extrem emotional für uns. Ja, keine Ahnung, ich kann gerade nicht sprechen. Aber ich wollte nur kurz erklären, dass die Braut sich jetzt von den Eltern sozusagen verabschiedet. Und es geht jetzt gleich auf die Hochzeitsfeier. Hey, ich liebe Hochzeiten. Das ist das Schönste, was es gibt. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich habe gestern Abend nicht mehr gevloggt, weil das ging dann so schnell, dass wir nach Hause gefahren sind, weil ich schlafe ja wieder bei meiner Schwester, weil ich ja wieder einen netten Gast habe. Und dieser Gast ist... Oh! Hello, Chrissy! Morgen, wir sind so fertig und sowas von ungeschminkt. Also, ich habe es voll verlernt, in richtig hohen Schuhen zu laufen. Also dann hat sie die Schuhe ausgezogen und draußen ist barfuß draußen rumgelaufen. Also müssen wir heute eine Chilling machen, Kräfte sammeln, viel trinken, viel Pipi machen. Aber wirklich, ich habe so einen Hals und ich will echt nicht krank werden. Aber wir machen jetzt hier Chili Manili, gucken uns noch ein paar coole Filme an. Ja. Na, Chrissy. Na, was wollen wir jetzt, die Hattie hat uns Milch mit Honig gemacht und Kekse. Und hier. Eine Runde ist von mir. Und wir gucken jetzt Tribute von Palm Terrans. Weil wir gehen morgen wohin? Wir gehen zur Social Media Night von Mockingjay, dem dritten Teil. Deswegen haben wir heute viel zu tun und müssen die ersten zwei Teile gucken. Genau, weil Hattie natürlich wieder alles verpennt hat. Auf jeden Fall gucken wir das und wir sind voll müde und fertig. Gut sein, dass wir dabei einschlafen. Ja, also sie hat schon ihre Spider-Man-Decke. Yes. Ja. Ich habe dafür die Spider-Man-Tasse und sie hat die Star Wars-Tasse. Ich liebe Star Wars, ich jetzt erst. Geil. Oh mein Gott. Geil. Ich habe zum Nikolaus schon mal so Star Wars Nikolaus-Sachen bestellt. Oh. Ja, voll toll. Was bin ich denn? Fan von? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, wenn ich gesagt. Ich bin vergessen, ich wollte. Ja, ich habe Star Wars noch nie geguckt. Oh, Schande über dein Haus! Es ist so schrecklich. Spider-Man habe ich, glaube ich, auch noch nie geguckt. Das ist halt nicht so schnell, aber Star Wars sollte man schon gesehen haben. Okay, ich habe einiges nachzuholen. Bitte verzeiht mir. Spieleabend mit Hello Chrissy. Ja, ich habe das vor Ewigkeiten. Spielt, ist schon 1000 Jahre her. Ich glaube, ich traue mich nicht. Und es wird spannend. Nichts gemacht. Profi. Naturtalent. Hier asiatische Klischees, genau. Ja. Chrissy hebt hier die Mikado-Stäbchen, als wären es Sushi. Ja, ich versuche es, das mache ich jetzt zum ersten Mal, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist jetzt ein Experiment, weil ich habe ja schon als Einzige so viele. Ja, sehr gut. Ich hab auch keine. Hey, du hast gewonnen! Ja,
Oh Mann! Oh, da muss ich ja jetzt den nehmen. Oh Gott, guck mal. Ey, wir haben die meisten Stäbchen Chrissy vorgearbeitet. Ja, ja, genau. Und jetzt triumphiert sie hier mit ihren 5 Stöckern. Eins, oh Gott, und? Jetzt entspann dich zittervoll. Der ah! Ja. Ich bin's.